Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Deutschland Lokal. Mit dem Frühling beginnt auch wieder die Messesaison. Heute erwartet Sie unter anderem einen Besuch der Leipziger Buchmesse und spannende Dreharbeiten auf der Insel Sylt. Die Leipziger Buchmesse ist das kulturelle Aushängeschild der Stadt und seit einigen Jahren insbesondere für Manga-Fans eine Pflichtveranstaltung. Im Gegensatz zur Frankfurter Buchmesse stehen hier die Besucher im Vordergrund und nicht die Verleger. Das sieht man gerade bei Leipzig liest. Während der Buchmesse gibt es nämlich überall und zu jeder Zeit hunderte Lesungen und manchmal sogar an Orten, wo man sie nicht erwartet. InfoTV Leipzig berichtet. Buchmesse 2016 ging am Sonntag zu Ende. Mit 260.000 Besuchern konnte die Leipziger Buchmesse in diesem Jahr erneut einen Besucherrekord aufstellen. Es kamen fast 10.000 Besucher mehr als im vergangenen Jahr. Die meisten von ihnen tummelten sich auf dem neuen Messegelände. Dort erwarteten sie 2250 Aussteller aus 42 Ländern. Vor allem die jüngeren Besucher der Messe fühlten sich von der Manga Comic Con magisch angezogen. Allein 96.000 Besucher interessierten sich für die Welt der gezeichneten Geschichten. Viele von ihnen kamen in Verkleidung. Sogenannte Cosplayer traten in den Kostümen ihrer Lieblingscomichelden auf und stürmten die Stände der Comicverlage. Die Manga Comic Con fand in diesem Jahr zum dritten Mal statt. Im Fokus stand der Zeichnernachwuchs der deutschen Comic-Szene. Die Leipziger Buchmesse ist traditionell eine Messe für die Leser. Nicht nur auf dem Messegelände fand das Lesefest Leipzig liest statt. Autoren lasen ihre Werke zum Teil an recht ungewöhnlichen Orten, zum Beispiel in einem Autohaus. Das Autohaus Bärenstark veranstaltete schon zum dritten Mal eine Lesung zur Buchmesse. Dieses Jahr haben wir echt was Besonderes. Diesmal haben wir wirklich eigentlich alles ausgepackt, was wir haben können. Vier Autoren stellen heute ihre Bücher hier vor vom KBV Verlag. Es sind alles vier Krimi aus Deutschland, die in Deutschland auch spielen. Und da freuen wir uns eigentlich wirklich ganz besonders, dass wir da wirklich eine einzigartige Lesung dieses Jahr haben. Die Bücher hießen Die Stunde der Flammen, Die Hyäne von Hamburg oder Das fremde Grab. Die Autorin Eva Brehl las aus ihrem Krimi Galgenhöhle. Sie ist von Leipzig begeistert. Ich bin nicht nur zum ersten Mal im Autohaus hier, sondern ich bin sogar zum ersten Mal in Leipzig bei der Buchmesse dabei und bin total restlos begeistert von dem super Publikum, die immer gut mitmachen und ganz anders als bei uns im Süden. Das ist hier echt eine gute Stimmung, gefällt mir gut. Gute Stimmung war auch im Studio 3, denn auch hier waren Krimi-Autoren zu Gast. Drei Autoren lasen aus ihren Werken. Es waren mit dabei Alexandra Kuhl mit ihrem Thriller Rabenseele, aus Dresden Andreas M. Sturm mit seinem neuen Krimi Trauma und Eva Almstedt mit ihrem mittlerweile 11. Roman Krimi Ostseetod. So war für jeden etwas dabei. Vom Regionalkrimi bis zum Thriller reichte die Bandbreite. Der Abend begann mit Alexandra Kuis Lesung ihres Romans Rabenseele. Es geht um einen Toten in einer Kleinstadt im Harz, dessen Leiche nie gefunden wird. Seine Frau kommt für den Mord ins Gefängnis. Ist sie schuldig? Wer mehr über den Roman erfahren möchte, kann am Karfreitag InfoTV Leipzig einschalten. In der Sondersendung Krimi Lounge zeigen wir Ausschnitte aus der Lesung. Ab 11 Uhr läuft die halbstündige Sendung alle 3 Stunden. Nach der Buchmesse ist wie immer vor der Buchmesse. Im nächsten Jahr findet sie vom 23. bis 26. März statt. Das Gastland ist dann Litauen. Nicht nur auf der Leipziger Buchmesse, sondern auch im Harz treffen sich Menschen mit bunten Kostümen. Theaterszene 38. So lautet der Name des 2015 gegründeten Vereins in Blankenburg. Mit ihren 2 Bühnenstücken waren die 20 Laienschauspieler im vergangenen Jahr sehr erfolgreich. Jetzt arbeiten sie an neuen Inszenierungen, die bald Premiere haben werden. Bei den Proben zur Regenbogenfee, einem Theaterstück für Kinder, dürfen wir schon einmal hinter die Kulissen schauen. Ein Beitrag vom Regionalfernsehen Harz. Die Mitglieder des Theatervereins Szene 38 aus Blankenburg bereiten die Premiere ihres neuen Stücks vor. Joanne Kersten spielt ihre erste Hauptrolle. Sie bringt bereits eine 3-jährige Bühnenerfahrung aus dem Harzer Bergtheater mit. Wie
Das ist eine Fee, die plumpst auf die Erde vom Regenbogen, weil sie da drauf geklettert ist. Und naja, dann zieht sie mit ihren, also dann findet sie Freunde, so wie die Kuh oder wie das Schaf. Und dann reisen sie zusammen los. Und dann müssen die alte Schildkröte suchen, weil die Schildkröte sagt, wie ich in mein Feenreich zurückkomme. Und dann am Ende bin ich ja dann wieder oben. Mit dabei sind auch die Kinder der Theatergruppe vom Hort der Martin-Luther-Grundschule. Ich spiele das Schaf und ich habe keinen Text und ein Wolf und ein Vogel. Ich bin die Freundin von Vanity. Ich bin ein Kobold. Was hast du so zu tun? Ich muss alle erschrecken. Ja, und ich bin ganz frech. Ich bin ein Wolf. Ja, es macht sehr Spaß und ich bin eben in den Ferien, in der zweiten Klasse war das, glaube ich, da haben wir angefangen und das hat mir eben sehr viel Spaß gemacht und deswegen bin ich jetzt auch hier. Weil meine Mama hier auch mitspielt. Weil ich wollte schon immer mal Theater machen, was mir Spaß macht. Also ich habe bei Hänsel und Gretel auch schon mitgespielt. Das macht ganz toll Spaß. Hartmut Berge, der Gründer des Theatervereins, hatte das Stück geschrieben, das Annika Kersten für die Bühne aufbereitet hat. Entstanden ist fast ein kleines Musical. Ja, also das Stück Die Regenbogenfee lebt natürlich davon, dass es eben mit Kindern auch gespielt wird. Und wir haben eine Kooperation mit dem Martin-Luther-Hort aus der Grundschule hier vor Ort und haben dadurch natürlich die Kinder animieren können, dort mitzuspielen, weil es natürlich auch für die Bildung ganz, ganz wichtig ist. Also die Kinder nehmen ganz, ganz viel mit für ihren weiteren Lebensweg und wenn wir dazu ein Stück beitragen können, ist das natürlich umso schöner. Mit Kindern ist es natürlich, sage ich mal, für die Regie etwas schwieriger, weil natürlich mit Kindern muss man anders proben wie mit Erwachsenen. Man muss viel einfühlsamer sein und sich auch viel mehr Zeit lassen, um die Kinder natürlich nicht unter Druck zu setzen. Die sollen ja auch Spaß und Freude beim Theater haben und ich glaube, das ist uns in den letzten Monaten ganz gut gelungen. Seit wann probt ihr jetzt an diesem Stück? Ja, wir proben seit letztem Jahr, im März ungefähr, immer mit Unterbrechungen aufgrund der Ferien. Und da musste man jedes Mal wieder von vorne anfangen. Aber am Stück proben wir jetzt circa 5 Wochen, also intensiv. Und das Ergebnis wird sich dann bei der Premiere zeigen. 15 Laienschauspieler stehen wieder auf der Bühne und üben unter Regie von Kerstin Strathausen und Annika Kersten das Stück ein. Nicht zu vergessen natürlich die Bühnenarbeiter und Techniker, ohne die es keine so attraktive Kulisse geben würde. Der Fundus des Vereins wächst mit jedem neuen Theaterstück. Dennoch sind immer wieder neue Requisiten notwendig und die kosten Geld. Ab Juni soll das nächste Stück der sehr aktiven Blankenburger Theatergruppe auf der Bühne im E-Werk gespielt werden. Wir haben weitere Pläne für dieses Jahr und zwar steht das nächste Erwachsenenstück für den 17. Juni um 19.53 Uhr an. Das heißt Wende 89, Familie Koslowski und der Mauerfall und ist eine lustige Ostgeschichte von früher und ja, also auf jeden Fall wieder ganz viel zum Lachen und die Zuschauer dürfen gespannt sein. Braucht ihr noch weitere Unterstützung? Also wir sind grundsätzlich auf Unterstützung angewiesen in Form von Kostümen oder Bühnentechnik. Und ich sag mal, gerade bei diesem DDR-Stück, das hat man ja doch nicht mehr so im Kleiderschrank hängen. Wenn da noch jemand FDJ-Hemden hätte oder irgendwas, was typisch DDR ist und uns das ausbauen könnte, dafür wären wir sehr, sehr dankbar. Weitere Informationen erhalten Sie auch unter www.theaterszene38.de. Vom
Hier bei Deutschland Lokal zeigen wir Ihnen außerdem spannende Dreharbeiten auf der Insel Sylt und eine ganze Ausstellungsreihe zu Ehren des Expressionisten Ludwig Meidner. Sehen Sie auch, wie man vom Sofa aus durchs Museum gehen kann. Das alles zeigen wir Ihnen im zweiten Teil von Deutschland Lokal, gleich nach der Werbung. Aromatik, der Traditionsgewürzbitter mit eigener Prägung. Der Opa kannte Aro schon, nun trinkt ihn Sohn und Enkelsohn. Aromatik. Ein Aromatik gehört dazu. Zwischen den abenteuerlichen Felsen der sächsischen Schweiz und der malerischen Elbe liegt genau in der Mitte die Toskana Therme Bad Schandau. Hier vergessen Sie beim Baden die Zeit und finden Ihre Mitte. Toskana Therme Bad Schandau. Herzlich willkommen im zweiten Teil von Deutschland Lokal. Nachdem er lange Zeit in Vergessenheit geraten war, gilt er mittlerweile als einer der einflussreichsten deutschen Künstler der Moderne. Die Rede ist von Ludwig Meidner. Unter dem Titel Horcher in die Zeit widmet sich das Museum Giersch der Goethe-Universität nun einem bislang eher unbeachteten Kapitel im vielseitigen Schaffen des Malers, Dichters und Zeichners. Meidner hat übrigens die letzten zwei Jahrzehnte seines Lebens in der Rhein-Main-Region verbracht. Und deswegen macht auch die ganze Region mit. Die Ausstellung am Sachsenhäuser Museumsufer ist erst der Auftakt zu einer ganzen Reihe von Veranstaltungen, unter anderem auch in Hofheim und Darmstadt. Ein Beitrag von Rhein-Main-TV. Die Abgebrannten, Heimatlose, 1912 gemalt, nehmen die apokalyptischen Landschaften Ludwig Meidners die Schrecken des Ersten Weltkrieges vorweg. Dass vor allem diese expressionistischen Bilder später einmal seinen Ruhm begründen würden, war dem in Schlesien geborenen Maler hier auf einem Selbstporträt von 1919 früh bewusst. Er hat eine sehr, sehr starke Phase gehabt bis in die frühen 1920er Jahre und hat sich dann vom Expressionismus abgewendet und dem orthodoxen Judentum zugewandt. Daraufhin hat seine Ausstellungstätigkeit sehr stark nachgelassen, er wurde nicht mehr wahrgenommen. Von den Nazis als entartet gebrandmarkt, floh der strenggläubige Jude Ende der 30er Jahre nach England. Von großer materieller Not gekennzeichnet, stellte Meidners Aufenthalt dort gleichwohl eine sehr produktive Phase dar. Meidner schafft in seinem Exil, das 14 Jahre dauert, von 1939 bis 1953, eine ganze Reihe von Skizzenbüchern, mehr als 20 Skizzenbücher und einige hunderte Kohle- und Kreidezeichnungen sowie Aquarelle. Sie zeichnen sich nicht so sehr durch Formzertrümmerung und Formzersplitterung aus, sondern es sind mehr erzählerische Werke. Werke auch, die allegorisch sind, symbolhaft verschlüsselt, bisweilen nicht so leicht zu entziffern und zu erklären. Es sind Werke von erzählerischem Widersinn, mit karikaturhaften, satirischen Elementen, zum Teil grotesk überzeichnet, bisweilen aber auch ganz realistisch. So gleicht der 1942 begonnene Zyklus Leiden der Juden in Polen auf erschreckende Weise den grauenhaften Bildern, die sich den Alliierten nach der Befreiung der Konzentrationslager boten. Trotz des von den Deutschen verübten Völkermordes kehrte Meidner zurück und lebte fortan in Marxheim, einem Stadtteil von Hofheim. Im dortigen Jazzkeller lernte der 70-Jährige die damals 17 Jahre alte Cornelia von Plotnitz kennen, die ihn anschließend regelmäßig in seinem Atelier besucht hat. Es war ein Ort, dieses Atelier, wie man sich das vorstellt, wie man sich Bohème vorstellt. Durcheinander mit Lebensmitteln, mit Malutensilien und dazwischen eben dieser
kleiner Herr. Ludwig Meidner war sehr klein, dicken Bauch und rund, aber lebendig und eminent klug. Erst kurz vor seinem Tod 1966 in Darmstadt nahm die Kunstwelt dann wieder Notiz von Meidner. Der große Durchbruch kam dann erst 1963 in einer Retrospektive in Recklinghausen. Also er hat gerade diese Wiederentdeckung seiner Person, seiner Kunst um 3 Jahre quasi noch überlebt, musste aber miterleben, dass sich die Ausstellungsmacher mehrheitlich eben auf sein expressionistisches Werk konzentriert haben und alles, was danach kam, also sprich von den Mitte 1920er Jahren bis zu seinem Lebensende, nicht mehr wahrgenommen wurde. Mit der Präsentation von mehr als 120 Arbeiten erfahren Meidners Werke aus dem Exil im Museum Giersch der Goethe-Universität nun erstmals eine umfassende Würdigung. Der Ausstellungstitel Horcher in die Zeit ist dieser Kreidezeichnung aus dem Jahr 1938 entlehnt und verdeutlicht das seismografische Gespür Meidners für die Erschütterungen und Umbrüche seiner Zeit. Er war kein Chronist, er hat also nicht dokumentarisch das dargestellt, was sich ereignete, sondern hat eigentlich visionäre Kommentare gegeben, die sehr allegorisch, sehr metaphorisch sind und die immer über die Schilderung der Wirklichkeit und der Realität hinausgehen. Die Ausstellung ist der Auftakt zu einer ganzen Reihe von Veranstaltungen im 50. Todesjahr des Künstlers. Es gibt im Sommer eine Ausstellung im Stadtmuseum in Hofheim, die ihn als Porträtisten zeigt in der jungen Bundesrepublik, in die er dann zurückgekehrt ist aus dem englischen Exil. Es gibt eine Ausstellung, die ihn im Kontext mit seinem Schüler zeigt, Jörg von Kitter-Kittel, einem Maler, der heute in Frankfurt lebt. Es wird eine Ausstellung geben, die sich mit den, sagen wir mal, künstlerisch-literarischen Netzwerken beschäftigt, in die Ludwig Meidner eingebunden war, nämlich im Museum Künstlerkolonie auf der Mathildenhöhe in Darmstadt. Und ebenfalls in Darmstadt wird es dann noch eine Ausstellung geben, die sich mit dem Kontext Erster Weltkrieg beschäftigt, der für Meidner ja auch ein wichtiges Thema ist, eben ein Zivilisationsbruch ist, den er eben sehr früh, viel früher als viele andere Künstler wahrgenommen hat. Ludwig Meidner, Seismograf. Dank der Zusammenarbeit von 6 Kultureinrichtungen wird einer der herausragenden deutschen Künstler der Moderne nun endlich in seiner ganzen Vielseitigkeit erlebbar. Um den Spannungsbogen heute perfekt zu machen, nehme ich Sie mit auf die Insel Sylt. Denn dort haben die Dreharbeiten der erfolgreichen Krimiserie Nord-Nord-Mord begonnen. Robert Atzorn und eine große Filmcrew produzieren den 6. Teil mit dem Arbeitstitel Klüver und der Mord ohne Leiche. Die schöne Nordseeinsel wird regelmäßig als Schauplatz und beliebter Drehort für Spielfilme gebucht. Nicht zuletzt macht Sylt die Krimiserie zu etwas ganz Besonderem. Sylt 1 berichtet. Die erfolgreiche Krimiserie Nord-Nord-Mord hat mit den Dreharbeiten auf Sylt begonnen. Robert Atzorn und eine große Filmcrew produzieren den 6. Teil mit dem Arbeitstitel Klüver und der Mord ohne Leiche. Die schönste Nordseeinsel wird regelmäßig als Schauplatz und beliebter Drehort für Spielfilme gebucht. Nicht zuletzt macht Sylt die Krimiserie zu etwas Besonderem. Ich glaube, die Serie wird natürlich getragen, einmal von dem Landschaftlichen, einfach Sylt. Das merkt man häufig, dass die Zuschauer natürlich sehr gerne auch die Orte sehen, in denen sie Urlaub machen. Dass sie auch oftmals damit was verbinden können, weil sie vielleicht schon mal hier waren, weil sie dann selber sagen, Mensch, guck mal, das kenne ich alles und die Sachen auch wiedererkennen. Und natürlich wird sie getragen von unseren Schauspielern Robert Atzorn, Oliver Vnuk und Julia Brändler. Und natürlich dann die Gastrollen, die jeweils für die einzelnen Episoden dabei sind. Auf Sylt werden die Einstellungen für Klüver und der Mord ohne Leiche insgesamt an 11 Tagen gedreht. Der Blick hinter die Kulissen beim Filmdreh ist spannend und interessant zugleich. Sylt 1 war exklusiv beim Dreh der Kneipenszene vor Ort und durfte dem Team über die Schulter schauen. Die Drehtage sehen immer ähnlich aus. Sie haben ja auch was mitgekriegt. Die sind sehr lang, um 4,5 Minuten in Kasten zu bekommen. Bedarf es 12 Stunden Arbeitszeit für alle Beteiligten. Und das ist schon nicht von schlechten Eltern so ein Tag. Also da muss man sich drauf vorbereiten und der geht in die Knochen und ist hart. Also normalerweise ist morgens der Motivaufnahmeleiter der Erste. Der ist derjenige, der halt die ganzen Fahrzeuge einweist, die Leute sozusagen in Empfang nimmt an dem jeweiligen Drehort. Dann wird die Technik aufgebaut. Das ist parallel dazu gibt es dann Maske, Kostüm für die Schauspieler. Und wenn dann alle
fertig sind um 9 Uhr, bis es meistens ist dann Drehbeginn, manchmal um 8, je nachdem natürlich auch, ob man Tageslicht benötigt oder Nachtbilder hat, dann muss man natürlich entsprechend später anfangen und dann geht's los mit Drehen. Thematisch geht es im sechsten Teil um einen rätselhaften Mord ohne Leiche, der Hauptkommissar Klüver und sein Sylter Team herausfordert. Auf jeden Fall kommt Klüver in große Konflikte, weil er die Hauptverdächtige ziemlich sympathisch findet. Also ich will nicht sagen, dass er sich in sie verknallt, aber es ist eine große Affinität da und das bringt ihn in große Zweifel. Und er kann sich auch nicht vorstellen, dass das wirklich die Täterin sein könnte oder sein dürfte. Aber viele Sachen sprechen eben dafür, dass dies ist. Insgesamt geht es darum, dass wir angerufen werden und einen Mord aufklären sollen oder jemand hat angeblich eine Leiche in einem Teich eines Hauses entdeckt und wir kommen dahin und die ist weg. Und jetzt ist das ganze Ding heißt ja auch Mord ohne Leiche und es ist so eine Schiene ist eben diese Leiche irgendwie zu finden oder stimmt das überhaupt, diese Aussage? Und war dieser anonyme Anruf wirklich real oder hat sich immer nur ein Scherz erlaubt und so weiter? Zudem funktioniert die Konstellation der drei Hauptrollen. Es gibt den witzigen Assistenten, die entzückende Kommissarin und Kommissar Theo Klüver. Neben Azorn spielt Martin Lindow in der Serie eine wichtige Rolle. Ja, das kann man ja ganz schlecht bei einem Krimi erklären, beziehungsweise erklären könnte ich es, aber ich darf ja nichts verraten, weil es eben ein Krimi ist. Allein der Rollenname ist vielversprechend, weil ich heiße Paul Potter. Vielleicht ist er ein bisschen zu verwechseln mit Harry Potter, aber das war vor allen Dingen auch Grund, diese schöne Rolle anzunehmen. Aber mehr, ich kann nicht viel über den Inhalt sagen, weil man zu viel verraten würde und Krimi bleibt Krimi. Zu Beginn erklärt Regisseur Christian Thede seinem Team die Szene, damit das Equipment aufgebaut werden kann. Schauspieler werden eingewiesen, letzte Ausbesserung in der Maske und dann wird die Szene mit einer Drehprobe unter Beteiligung von Kamera, Licht und Ton durchgespielt. Manches ist beim ersten Mal im Kasten, andere Szenen werden öfters gedreht. Nach Drehschluss und am Wochenende hat das gesamte Team Zeit, die Insel zu erkunden. An den freien Tagen selbstverständlich können wir auch die Insel genießen. Es ist für uns natürlich immer toll, weil es abwechslungsreiche Motive sind, auch mal was anderes, als man so aus den Städten kennt. Es ist halt, wir haben da natürlich weniger Strand, das ist hier natürlich toll. Es sind aber auch immer große Herausforderungen, weil natürlich wir immer sehr viel Equipment mit uns transportieren und das muss natürlich immer an die jeweiligen Stellen auch gebracht werden. Aber man lernt viele Seiten oder Ecken kennen beim Dreh schon, wo man manches Mal sonst auch nicht hinkommt als normaler Tourist. Unbeschreiblich gut läuft es hier. Wir fühlen uns alle sauwohl. Wir sind herzlich willkommen geheißen überall. Man kennt uns ja auch inzwischen und es ist eine Freude, hier zu sein. Nord-Nord-Mord wird von der Network Movie Film- und Fernsehproduktions GmbH und Co. KG produziert. Noch bis Ende März wird die neue Folge der Krimireihe gedreht. Wann der Film ausgestrahlt wird, steht noch nicht fest. Vielleicht sitzen Sie ja gerade auf dem Sofa oder im Sessel. Jetzt stellen Sie sich vor, Sie planen am Wochenende einen Museumsbesuch und müssen dazu gar nicht mehr aufstehen. Die Stiftung Mecklenburg ermöglicht es, online ins Museum zu gehen. Dabei handelt es sich um ein virtuelles Museum. Wo dieses Museum real zu finden ist, wie ein virtueller Rundgang überhaupt technisch möglich ist und warum sich ein Besuch bei den echten Exponaten trotzdem lohnt, erfahren Sie in einem Beitrag von MV1. Gerald Freier bereitet ein ganz besonderes Fotoshooting vor. Das Model ist ein Modell, und zwar mit Geschichte. Der Bildhauer, Schriftsteller und Grafiker Ernst Barlach. Nach einem Foto von 1930 schuf die Bildhauerin Gertrud Bergmann eine Bronzestatue. Jetzt wird aus der Statue nach dem Foto wieder ein Foto. Genau genommen sind es diesmal 24 Fotos für das virtuelle Landesmuseum der Stiftung Mecklenburg. Ja, wir machen die Aufnahmen fürs virtuelle Landesmuseum. Meine Aufgabe ist die technisch-fotografische Umsetzung dieser Aufnahmen. Wir haben jetzt hier mit einem Drehteller zu tun. Wir machen 24 Einzelaufnahmen, daraus entsteht eine Drehung. Jeder kann sich vorstellen, 24 Bilder, 360 Grad, gibt im Internet einen richtig schönen, in Anführungsstrichen, Zeichentrickfilm. Jeder kennt das aus dem kleinen Taschenkino und das machen wir digital. Die Bilder entstehen mit einer Mittelformatkamera mit 50, 60 Millionen Megapixel Auflösung, also weit über dem, was man so als Amateur vielleicht zu Hause auch hat und kennt. Wir nehmen das deswegen, damit Sie als Betrachter hinterher diese,
wirklich die feinsten Details der einzelnen Objekte sehen können. Also die Details sind so scharf und so gut, dass sie eigentlich mehr sehen, als sie in der Vitrine oder im Museum damit sehen können. Die reale Heimat des virtuellen Landesmuseums ist das Schleswig-Holstein-Haus in Schwerin. Britt Bellmann führt eine Hortgruppe aus dem Haus des Lernens durch die aktuelle Sonderausstellung. Die Wintermotive des Malers Karl Christian Klaasen sollen die Grundschüler inspirieren und animieren, selbst zum Pinsel zu greifen. Das ist auch der Grundgedanke hinter dem virtuellen Kulturschatz. Es ist ein Stück weit Medienkompetenz, die da auch eine Rolle spielen muss, klar, aber wir wollen eben auch wieder zurück zu den einfachen Dingen wie Pinsel, Farbe, Kreide. Das wäre mehr so auch mein Wunsch, dass die Kinder eben nicht ausschließlich mit den virtuellen Welten konfrontiert sind, sondern eben auch die Dinge im Original dann sehen. Und das ist ja auch das Anliegen des virtuellen Landesmuseums, also Lust machen auf das Original, auf das Objekt. Inzwischen sind die Fotos der Barlach-Statue fertig. Gemeinsam mit Dr. Wolf Kage schaut Gerald Freier, ob die Qualität stimmt. Die Bilder sind natürlich nur der Anfang. Das virtuelle Landesmuseum will nicht nur einfach rund 300 Exponate abbilden, es ordnet sie in den jeweiligen Kontext ein. Wir haben sozusagen ein Koordinatensystem entwickelt, das sich nach Sachgebieten richtet, also Politik, Dynastie, Wirtschaft und so weiter. Und dann gibt es den Zeitstrahl, der beginnt also in der Urzeit weit vor unserer Zeitrechnung in der Geologie und geht dann bis zum Jahr 2000 etwa. Wir haben noch ein paar danach. Das ist einfach so unser Grundprinzip. Ein zweites Grundprinzip war, dass wir immer vom Exponat ausgehen, dass wie ein Besucher im Museum, der rennt erstmal zu dem Stück, das ihn interessiert, und dann erst informiert er sich, was ist das? Habe ich eine Hintergrundinformation dazu? Die kann er sich dann nach und nach dazu abrufen. Die Nachwuchsmaler aus dem Haus des Lernens stürzen sich auf die Farben. Sie haben Spaß daran, die Maltechnik des großen Künstlers auszuprobieren. Zur Belohnung geht es noch einmal auf Entdeckungsreise in die virtuellen Welten. Und da wartet schon ein alter Bekannter. Die Zahl der Exponate und teilnehmenden Museen wächst stetig. Für Mecklenburg sind im Jahr 2015 noch zwei Museen dazugekommen. Das sind jetzt also 30, Warnemünde und Burg Stargard. Und im Moment werden die vorpommerschen Museen digitalisiert, beziehungsweise können ihre Objekte einstellen in das Landesmuseum, virtuelle Landesmuseum. Und dann haben wir eben auch Sonderausstellungen, wo alle Museen beteiligt sind, in so einer Infobox selber auch neue Dinge darzustellen, die für sie wichtig sind. Der bronzene Ernst Barlach ist nun auch virtuell zu betrachten. In feinster Auflösung und vor allem mit jeder Menge Querverweisen und einem ganzen Universum an weiteren Informationen und Exponaten. Und das demnächst auch auf Plattdeutsch und in Englisch. Das virtuelle Landesmuseum ist täglich 24 Stunden für Entdeckungsreisen vom Sofa aus geöffnet. Liebe Zuschauer, das war die März-Ausgabe von Deutschland Lokal. Ich hoffe, ich konnte Ihnen einige Anregungen für den nächsten Wochenendausflug geben. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Tschüss.